Guten herzlichen Tag. Es gab lange kein Video mehr von der Amy und deshalb gibt's jetzt mal wieder eins. Allerdings, da das hier jetzt ein neuer Rechner ist, bei dem ich das Mikro nicht richtig angestellt krieg, ist jetzt wahrscheinlich alles viel zu leise, obwohl mein Mund direkt am Mikrofon ist. Jedenfalls, wir zocken jetzt Slash M Extended. Auch bekannt als ich gehe in den Dungeon und lass mich voll fertig machen. Und ich bin gespannt, wie schnell das gehen wird. Wahrscheinlich ziemlich schnell. Wie ging das hier jetzt nochmal? Also den Typ bimmel ich jedenfalls schon mal weg. Mal sehen, was das Potion ist. Und dann einfach ein Potion of Water. Jedenfalls, ach so, jetzt ist hier alles ganz dunkel eingestellt, na toll. Ich fürchte fast, das muss ich jetzt umstellen. Das wird man im Video nicht sehen, dass ich es umgestellt habe. Aber auf meinem Bildschirm. Es ist immer noch so dunkel. Na, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Aber ich glaube, da gibt es dann das Problem, dass Gelb und Braun gleich aussehen. Oder? Sieht man das hier irgendwo? Ne, anscheinend nicht. Egal, einen Moment, es geht gleich weiter. Hier will ich nämlich einen ganz lieben Gruß an den Schwärmelbüschelhase mit den Pieptoes einfügen. Büschel, Flüschel. Beziehungsweise Büschel, Büschel, Büschel. Okay, jetzt geht's aber wirklich weiter. Man merkt, dass ich schon lange keine Videos mehr gemacht habe. Außerdem gehöre ich eigentlich ins Bett. Es ist jetzt 9 Uhr abends und morgen muss ich um 4 wieder raus. Aber naja, die Partie wird wahrscheinlich eh nicht lang gehen. Was ist denn das für einer? Das ist ja jedenfalls alle gemacht. Ich habe ein Startet gefunden. Das könnte besser sein als die Lederrüstung. Vielleicht aber auch nicht. Sieht eher so aus, als wär's verflucht. Oder? Na doch nicht. Zumindest ist er drüber gegangen. Nee, scheint wohl normal zu sein. Kommt da irgend so ein Geist? Himmelim, Himmelim. Box gefunden. Und natürlich ist der Dolch kaputt, ist ja wohl klar. Außerdem war es natürlich leer. Das heißt, jetzt muss ich auch noch ohne Waffe weitermachen, was natürlich ganz toll ist. Weil ich nämlich bestimmt nicht so schnell wieder eine finden werde. Dafür habe ich jetzt aber einen Wand, mal sehen, was der macht. Nichts Offensichtliches jedenfalls. Toll, jetzt muss ich nämlich eine Waffe finden. Weil ansonsten habe ich überhaupt keine Chance. Stattdessen ist der, da ist nur ein Potion. Ich habe natürlich jetzt keine Waffe, die ich dippen könnte. Moment mal, ich kann ja immer mal wieder gucken, ob es noch aufnimmt. Wie sehe ich denn das? Die Audioaufnahme läuft auch noch. Die ist nämlich, weil es bestimmt viel zu leise aufnimmt und ich es dann nämlich nachträglich noch lauter machen muss. Das ist ja schon eine komische Leiche, wie auch immer die da hingekommen ist. Müsste die nach über 200 Zügen nicht eigentlich längst verfault sein? Das ist lauter Eis, das bringt mir ja ganz viel. Und das hier? Das ist so eine blöde Spore. Jetzt nicht mehr. Und das hier? Deren Charger. Und zwar genau genommen mein Charger. Ach, und ich schätze mal, den Schwebäugler kann ich an dieser Stelle auch gleich mal noch grüßen. Zur Info, UNETTEC war das beste NETTEC-Mod, das ich gekannt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Slash-M entdeckt habe. Ach, da ist ein Kobold, der hat vielleicht sogar eine Waffe. Bim, 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 bim.
Ja. Mal gucken, ob die verflucht ist. Mist, anscheinend schon. Nee, da ist wohl nichts zu machen. Ach nö. Was auch immer in dem Container war, ist jetzt natürlich weg. Wäre bestimmt eine Waffe gewesen. Jetzt gäbe es da eine Rappe raus. Scheint zumindest mal nicht verflucht zu sein. Aber ich habe nicht mehr viele Striche übrig. Boah, das Teil ist plus 3. Das bedeutet, ich gehe jetzt ganz arg tot. Ach toll, das ist ein Feminismusraum. Kann ich ja mal so richtig vergessen. Oh nein, und da kommt ein Migo. Was jetzt? Wenn nämlich ein Migo da ist, dann heißt das, dass noch 200 weitere. Na toll. Toll, und irgendwie leckt es hier jetzt. Ist das, weil ich aufnehme oder weil generell der Rechner lahm ist? Egal, das versuchen wir jetzt jedenfalls nochmal. Mal sehen, ob wir wieder so schnell sterben. Ach toll, das ist auch noch ein Fictional Bug. Was ziehe ich denn nix ab? Wieder ein Wand, den ich nicht erkenne. Ein Katar, mit dem könnte ich vielleicht sogar was anfangen, oder? Nee, der hat natürlich nicht den Claw-Skill. Zumindest wissen wir jetzt, was das Potion of Acid ist, schätze ich mal. Natürlich ist es ein Licht, das explodieren wird. Sling kann ich benutzen, oder? Ja. Ja, das komische Licht ist tot gemacht. Habe ich zumindest einen Lockpick, solange ich das noch habe. Muss ich schätzungsweise nicht mehr meine Waffen am Arsch machen, nur um Container zu öffnen. Ob das Implant wohl echt ist? Tatsächlich. Vielleicht soll ich das Rod einsetzen. Scheint auch nicht verflucht zu sein. Guck natürlich wie immer, ob es aufnimmt. Ist das noch tot? Hier geht's ins nächste Level. Komische Parfümdispenser ist ja gar nicht mal gegnerisch. Na gut, mal sehen, ob wieder ein Migo kommt und uns tot macht. Ist jedenfalls mal nur ein Hamlet. Der ist jetzt nicht so schlimm. Na, das hier ist wahrscheinlich eine Statuenfalle. Ach, den Jelly will ich aber. Haha, du hast nicht getroffen, du Blödmann. Ach toll, natürlich war da eine Statue drunter. Aber jetzt kommt hier jedenfalls dieser komische Zombie. Bimmelimmelim, bimmelimmelim, jetzt ist er weggemacht. Das ist bestimmt auch eine Falle, oder? Oder auch nicht. Na toll, was ist das? Eine Biene? Na toll. Bestimmt sterbe ich jetzt wieder. Nee, wette, dieser Schrieker ist auch wieder eine Falle, oder? Nicht? Das wundert mich jetzt.
Ein Wormtooth. Später, wenn man Enchant Weapon hat, kann der ganz nützlich werden. Achso, Moment mal, ich brauche ja jetzt wieder einen Container, weil ich ja so komisch war und wegen dem Migo gestorben bin. Okay, also der Wormtooth, der bringt jetzt erstmal noch nichts. Auch diesmal ist der eine Stapel Diamanten sogar plus 2. Vielleicht soll ich Diamond Barrier einsetzen, wenn wieder Migos kommen. Ist diese Statue eine Falle? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das ist gelb, oder? Oder ist das braun? Wenn es gelb ist, dann ist es wahrscheinlich ein Bienennest. Deshalb will ich nämlich mal sagen, da wollen wir nicht rein. Aber andererseits... Hä? Na natürlich! Ich schätze mal, die sind dadurch die Eisenstäbe rausgeflogen. Diese alten Nervköpfe. Na, da ist natürlich wieder so eine blöde Biene. Ist da keine Geheimtür? Doch. Grün, das heißt, es könnten vielleicht Nymphen sein, oder? Oder ist es grellgrün? Ich kann die Farben kaum unterscheiden auf diesem Monitor. Ach, das ist der. Der sogenannte friedliche Raum. Aber der Schuh ist jetzt nicht sonderlich friedlich. Das Plus bewegt sich, dann ist es ein Mimik. Jetzt nicht mehr. Ach, und der Incantifier ist ja auch ein Gegner. Bim, 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 bim. Ich probiere den Helm jetzt einfach aus, weil was soll's. Ja, der ist anscheinend normal. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so. Manche von diesen grünen Feldern sind Gras und manche sind Paved Roads. Die sehen aber gleich aus auf dem Bildschirm. Also wirklich wegen den Farben. Ich guck mal, ob ich das nicht irgendwie eingestellt krieg. Kann ich es jetzt unterscheiden? Nee. Das ist ja blöd. Ich muss die Farben ganz dunkel einstellen, damit ich das unterscheiden kann. Und dann ist aber alles andere zu dunkel. Wenn ich das Gamma erhöhe... Na, wenn ich die Farbanpassung erhöhe, dann kann ich es auch nicht unterscheiden. Und wenn ich nur das Gamma erhöhe... Toll, dann kann ich es auch nicht unterscheiden. Wenn ich hier die Helligkeit runtersetze... Und dafür die Schärfung hoch... Und das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Vielleicht kann ich ja jetzt besser spielen. Ach, wieder so ein komischer Mühnock. Habe ich endlich mal ein Level geschafft, wird auch Zeit. Was hält mich jetzt an? Keine Ahnung, was das war. Bist du ein Lushi? Wieso riechst du die Tür nicht auf? Dann dreh dich ja halt auf. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich in diesen Raum wirklich rein will. Das ist dieser Industrieraum. Na komm, toll, da kommt ein Wow-Wower. Das heißt, es wird ganz schwer. Da wird sie das aber wenigstens tot gemacht. Der GR ist auch weg. Es kommt schon wieder ein GR. Soll dem seine Sexiness verhindert meinen Angriff, wie auch immer das funktionieren soll. Endlich ist er alle gemacht. Jetzt kommt aber ein Vampir. Das ist auch alle gemacht. Ach nee, natürlich. Der Geheimgang ist ja nicht auf diesem Level. Jetzt kriegt der Goblin auch noch Lungenkrebs von meinem Angriff. Wie viele Striche hat der bitte schön? Endlich ist er alle gemacht. Der hat ein Zweihandschwert, vielleicht will ich das ja einlösen. Der hat Grey Gems, also keine Grey Stones. Und was hat mir das jetzt gegeben? Kälteresistenz oder was? Moment mal, was mache ich denn da? Ich will jetzt erstmal gucken. Ach, weil da diese ganzen Items sind. Bestimmt ist irgendwas davon verflucht. Ach komm schon! Ich will wissen, ob das Zweihandschwert verflucht ist.
Natürlich, es ballert da einer auch noch Grey Stones. Ich treffe mal wieder überhaupt nicht. Force eingelöst. Force eingelöst. Level geschafft. Wir sind da auch noch Feilun Cap Gloves. Könnten vielleicht ganz gut sein. Ach, jetzt ist es halt einfach weggefault. Das ist aber auch immer das Essen verfault. Es sieht so aus, als wäre das Zweihandschwert tatsächlich verflucht. Mist. Und wir nehmen noch auf, oder? Ja. Wir schon seit 16 Minuten jetzt. Hey, ist auch noch so eine Bitch von der Nymphe. Oh nein, das ist der Mumienraum. Ich meine, Rock Lobster ist das nicht so schlimm. Aber trotzdem muss man erstmal tot kriegen. Dann mache ich jetzt einfach die Tür zu und schließe sie ab. Diese Schleuder scheint jedenfalls mal gut zu sein. Probieren wir die mal aus. Ja, natürlich plus null. Ich frage mich, ob die andere Schleuder auch gut ist. Ja. Bloß, was machen wir jetzt? Gehen wir ins nächste Level, oder? Gegen die Bienen hätte ich wahrscheinlich nicht so wirklich eine Chance. Sei denn, ich lasse den Kumpel alles machen. Also versuchen wir es halt mal hier. Glück gehabt, dass ich es gesucht habe. Und das hier? Das ist wieder so eine komische Truhe. Natürlich ist die Schleuder auch plus null. Aber wir wollen ja das Rott einsetzen. Schon zwei von dem Scroll. Und auch zwei von dem. Einer von denen könnte Identify sein. Natürlich musste das komische Teil am Arsch gehen. Bist du so ein Luschi? Was kommt da jetzt komisches? Oh nein! Diese Bienen, Erschimisis. Oh nein, jetzt kann ich nämlich sowas von vergessen, weil der Kumpel ist nämlich zu einem Gegner geworden ist. Mir ist zwar besser mit dem Viertelzepter, aber was bringt das schon? Bin ich ja sowas von erledigt. Ich kann jetzt höchstens hoffen, dass wenn ich die Treppe nehme, dass sie mir dann nicht folgen können. Aber wahrscheinlich können sie das doch. Nee, Glück gehabt. Schätz mal, da geht's jetzt in die Mine. Na, da kommt eine Spinne. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ja, der ist alle gemacht, der Nervkopf. Mal sehen, ob das ein Back of Holding ist. Ich habe jetzt 988. Nee, anscheinend ist es das nicht. Das ist aber auch nicht Digestion. Ich könnte jetzt zwar da reingehen. Aber da warte ich erstmal noch. Ach so, ich probiere mal den Wand aus. Wahrscheinlich Sleep. Ach, jetzt ist da auch noch ein Job. Säbel wäre vielleicht eine ganz gute Waffe. Will ich aber mal die Scrolls ausprobieren. Erstmal den hier. Ja, der ist tatsächlich Identify. Oh nein, das ist ja ein Homunculus. Mal sehen, ob ich es schaffe, den schnell wegzukriegen. Ja, Glück gehabt.
Könnt ihr zwar essen, aber weil die ja immer giftig sind, das ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Oder habe ich Giftresistenz als Gremlin? Nee, natürlich nicht. Wäre ja zu einfach gewesen. Kommt da jetzt wieder so eine komische Mumie? Keine Ahnung, was das Potion ist. Ach, so ein komischer Raum. Ein kleines Tintlein. Und das hier? Ein U-Boot-Goblin. Der ist aber erledigt. Ist. Natürlich war der verfault, was auch sonst. Und ich schätze mal, in den Raum gehe ich auch erstmal nicht. Ach, anscheinend ist hier eine Art Zoo auf dem Level. Item-User, was macht der nochmal? Nee, das ist ja jedenfalls weggemacht. Also die Axt nehme ich mal mit, aber brauchen du es ja erstmal nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Gremlin die Erlaubnis hat, Menschen zu essen. Ich würde sagen, dass er das darf. Hör, das ist ja ein Hund. Der natürlich nach demjenigen benannt wird, der zuletzt auf IRC gepostet hat. Ich schätze mal, der Hund hat den Raum schon im Alleingang leergeräumt. Der Hund ist aber mal noch. Oh nein, wieder ein gelber Raum. Das ist bestimmt ein Bienennest. Hä? Was hat mich da jetzt bitte schön getroffen? Auf jeden Fall kommt da jetzt ein nerviges Ich. Das ist aber weggemacht. Tja, jetzt ist die spannende Frage. Gehen wir in die Mine oder ins nächste Level? Ach was, soll es, ich nehme einfach mal, da ist ja noch ein Gang, dann erkunde ich den halt zuerst. Dann würde ich aber sagen, anschließend gehe ich in die Mine. Das ist da sogar ein Spellbook. Ach, das ist auch noch ein Kokertriesnest. Und ein Void Room, in dem will ich ganz bestimmt nicht. Ein Gartenzwerg. Der ist es aber weggemacht. Ja, der Hund ist zum Glück noch da. Und wieder so ein komisches U-Boot. Das auch wieder erledigt ist. Jetzt will ich aber wirklich in die Mine. Jetzt kommen ja schon Level 5 Nadelgnome. Nervkopf, du. Du kriegst ja doch mal was auf die Reihe. Ach, das ist ein Panucci. Für das ist es aber weggemacht und ich habe ein Level geschafft, weil ich nämlich super bin. Was ist denn das für ein komischer. Ach, die Dolksmans, die versuchen tatsächlich zu verhindern, dass ich sie abschießen kann. Oder so ein mickriger Zwerg. Ein obernerviger Bäcker. Ja, es ist der Bäcker erledigt. Geh, geh mich so komischer Zwerg. Kannst mich mal, du. Ähnlich ist er alle gemacht. Und das hier? Ein ganz normaler Gnom. Ich zeig's dem Subgnom, der ist erledigt. Jetzt schießen die aber wieder ihre blöden Armbrustbolzen die ganze Zeit. Na toll, jetzt kommt ein Marcel, das ist ein schwerer Gegner. Und der hat auch noch eine Doppelaxt, was ist denn das für ein Fiesling? Wenn's so weitergeht, bin ich jetzt nämlich gleich tot. Beziehungsweise. Es sieht so aus, als müsste ich Elbarit einlösen. Was natürlich freundlicherweise nicht funktioniert. Dann teleportieren wir uns halt weg. Natürlich ist es aber auch der Dolch nicht da. Ja, die Mumie ist erledigt.
Versuch mal invoke.de, hoffentlich heilt's mich. Gerade drei Striche, dann setze ich halt einen Heilungsscroll ein. Ach, und die Axt ist verflucht, gut zu wissen. Kann ich die ja auch gleich liegen lassen. Kommt ja auch noch dieser nervige Zombie-Misi. Ach nö, da kommt ein Little Grey Alien. Und irgendwie zeigt's mir jetzt nämlich der Feind. Ach nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das Zweihandschwert verflucht ist. Ah, der Gnome ist ein Problem. Jetzt zeigt's mir jetzt nämlich gerade voll. Ach nö. Was ist denn das für ein kleiner Cheater? Will ist aber wenigstens der Alien tot. Den Gnome will ich jetzt auf jeden Fall auch noch alle machen. Diesen kleinen Bastard. Der und seine dumme Armbrust die ganze Zeit. Ach nö. Jetzt schießt der auch noch von ganz nah, dieser Bastard. Ey, ich geb's dir. Bin ich wenigstens besser mit Zweihandwaffen. Jetzt liegen hier überall die ganzen Items rum, die ich durch die Gegend geworfen habe. Natürlich war es wieder mal verfault, ist klar. Oh nein! Wow! Forst einlösen! Wenn es weitergeht, habe ich keine Striche mehr übrig. Dann ist die Partie nämlich schon wieder zu Ende. Ach nö, jetzt ist der Köter natürlich auch noch tot. Der Bastard Erschimisi dafür wenigstens auch. Sind ja lauter Crossbows. Nü. Sollen, dann treffe ich den noch nicht mal. Mann, ich bräuchte echt bessere Waffen. Das auch noch. Weg mit dir, du blöder Geist. Ja, Glück gehabt, dass sie mich jetzt da zurückgestoßen haben. Die Statue könnte zwar eine Falle sein, aber ich habe jetzt keine Zeit zu suchen. Das hier? Ein Schlüssel. Ich könnte ihn vielleicht brauchen, aber es kommen hier diese ganzen Erschis schon wieder. Ach nö! Jetzt habe ich nämlich auch noch Constitution verloren. Außerdem sterbe ich jetzt mal wieder. Wenn es weitergeht, habe ich nämlich keine Heilungsscrolls mehr übrig. Dafür habe ich jetzt aber eine Kerze. Und endlich mal wieder was, mit dem ich Schlösser knacken kann. Ein Power-Crossbow. Das generiert das Spiel aber auch so viele Crossbows. Ach was! Jetzt bin ich auch noch überladen. Was wiegt denn da so viel? Ey, den Bronze Plate Mail bräuchte ich. Ja, wieder einen Schlüssel und eine Pfeife. Ach man, diese Erschis zeigen es mir ja irgendwie voll. Ja, Glück gehabt, dass ich jetzt ein Level geschafft habe. Jetzt habe ich nämlich wieder ganz viele Striche. Stirbst hier, du komische Mumie? Ich brauche unbedingt mehr AC, sonst wird's nämlich nichts.
Das Problem ist aber, der Blade Mail wiegt viel zu viel. Ich könnte höchstens das Zweihandschwert auch noch wegwerfen. Und natürlich meine eigentliche Rüstung. Und das hier? So eine. Dem zeige ich es aber. Ach nee, mit Sicherheit habe ich Covid-19. Als nächstes soll ich wahrscheinlich auch noch eine hässliche Maske tragen oder so. Oh nein, mein Ammo glänzt den Gondolin-Trieb auch noch ab, weil ich los bin. Aber irgendwie ziehe ich ja auch überhaupt nichts ab, wenn ich mal treffe. Und der Poignome, ach, der ist nur Level 1, dann ist er jetzt natürlich erledigt. Der wird mit Sicherheit nicht so blöd sein und den Grey Stone aufheben. Dann kommt mal wieder ein Packer. Ich hab den mit einem Treffer weggekriegt, Glück gehabt. Kommt schon wieder ein Gnome. Ist aber auch wieder erledigt. Und er ist schon wieder ein Gnome. Ein Gnome-Krüppel, vor dem habe ich ja ganz viel Angst. Wieder ein Zombie-Miesi. Den ich mal wieder nicht treffe, aber zum Glück hat mein Auto-MG den abgeschossen. Und das hier? Diesmal ist es wenigstens nur ein Gräber. Der mich natürlich trotzdem trifft, ist klar. Da habe ich den Gräber aber voll verschlagen und er ist tot. Es gräbt sich da oben anscheinend der Zwerg durch. Wenn er eine Pickaxe hat, dann will ich die natürlich haben. Die komische Mumie ist jetzt erledigt. Ey, ich krieg dich, du komischer Gnome. Ach Mann, was zieh ich denn nix ab, ey? Boah, Poison Broadpick, du hast ja wohl den Arsch offen. Natürlich wiegt es jetzt wieder viel zu viel. Was soll ich denn da machen? Vor allem bringt mir ein Broadpick wirklich so viel, frage ich mich. Aber andererseits, ich will ja auch nicht, dass die Gegner das Teil kriegen. Also der Identify Scroll kommt jetzt jedenfalls mal weg, damit der nicht noch verbrennt oder so. Dann lesen wir mal den Spellbook, schätze ich mal. Mal sehen, was der macht. Swimming, na toll. Schützt natürlich nicht die Items davor zu rosten. Außerdem habe ich nur ganz wenig Mana. Egal, ich speichere mal und beende die Aufnahme. Und wenn es Zuschauer gibt, dann können die von mir aus sagen, ob ich weiter nach unten gehen soll. Also die Mine weiter runter oder nach Sokopan oder sonst irgendwas. Also, bis dann!